Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Total War Warhammer 2 im Krieg der Vergeltung Reloaded. Ja, wir haben mal wieder eine Siedlung oder zwei oder drei verloren, aber wir haben jetzt mehr Verlustverstärkungsrate. Oh yeah, 3% mehr. Ich hoffe, das bemerken wir überhaupt. Keine Ahnung, also 3%. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die 30% hier in den Charakteren, also die Fähigkeit, was da alles kommt. Sag mal, irgendwas aber auch mal gut. In den Kommandanten meine ich hier. Das hier, der eiserne Wille. Diese 30% mehr Verlustversteigerungsrate können so nicht stimmen. Geht einfach nicht. Sorry, ist einfach aus meiner Sicht ausgeschlossen, dass das eine korrekte Zahl ist. So, du gehst jetzt als allererstes mal. Was hast du denn für. Speerschleuder und Gyrokopter-Gyrobomber. Ja, dem gebe ich jetzt hier mal so eine Gyro-Armee. Why not? So, du, mein Freund, kannst hier sogar noch ballistische Ausbilder als hier geben. Und die hier werden auch nochmal ein bisschen verbessert. Der hat alle Kampfskills, die man eigentlich haben möchte. Das Einzige, was ich ihm noch geben kann, ist die Rune des Grimnir, dass er nochmal ein bisschen resistenter im Beschuss ist. Und er hier kommt jetzt hier endlich den Feindesjäger. So was Unsinniges bekommt. Das ist ein ziemlich guter Runenschmied. Ich weiß trotzdem einfach noch nicht, in welche Armee ich ihn packen soll. So, Gyrobomber und Gedöns waren auf jeden Fall das Thema hier. Gyrobomber macht auf jeden Fall saumäßig Schaden. 1 und 2. Was, ich gehe hier gleich auf 3 Gyrobomber. Warum soll ich auf Gyrokopter gehen, wenn ich einfach auf 3 dämonische Gyrobomber gehen kann? Der rekrutiert hier immer noch. Fehlt aber nicht mehr viel. Was ist hier los? Da wird bald eine Rebellion stattfinden. Hier noch nicht so bald. Hier in absehbarer Zeit. Und hier momentan auch noch nicht. Du stellst dich jetzt aber mal hier nun regenerierst noch ein bisschen mehr. So wie es aussieht, scheint die Regeneration jetzt hier dann doch etwas zugenommen zu haben. Schauen wir mal, wie sehr das am Ende zutrifft. Ja, dich will ich ja nicht, mein Freund. So, also 3% mehr Verlustversteigerungsrate. Jetzt kann ich hier noch mehr Führerschaft und noch mehr Nahkampfangriff für Hammerträger holen. Oder ich mache jetzt mir nochmal plus 1 auf den Rang für alle Einheiten, noch mehr lokale Rekrutierungskapazität. Ich kann auch die Slayer natürlich hier nochmal mehr verbessern. Aber das hier bringt mir auf Dauer mehr. So, wie schaut es hier hinten aus? Da ist wieder jemand hier am Leveln. Ja, also ich habe den Eindruck, diese 3% hauen rein, Leute. Ich habe das Gefühl, diese 3% sind mehr wert als die 30% in diesem dämlichen Perk. Das ist teilweise einfach nicht mehr nachvollziehbar. Ja, ich sag das so. Was ist mit dir hier los? Ah, genau, du bist der mit dem Einkommen steigern. Kann gut sein, dass ich dich hier gar nicht jemals irgendwie fürs Kämpfen brauche, aber ich nehme dich jetzt halt trotzdem mal mit, ne? Du gehst auf jeden Fall weiter und sollst hier nach wie vor das Einkommen steigern, weil 6% von 7000 mehr ist schon echt eine ganze Menge Geld. Und er hat ebenfalls hier nochmal. Nee, er ist einfach wieder da. Er ist wieder da, der Typ. Okay, du gesellst dich jetzt einfach mal noch in diese Truppe, machst hier Kampftraining. Hier ist die Kutik-Truppe. Wobei ich jetzt hier wiederum. Nee, warte mal, wir stehen ja daneben. Ich habe schon den Eindruck, dass das jetzt echt mehr ausmacht. Kann mich natürlich irren, aber es kommt mir fast so vor. Okay, also Lothar wird weiterhin ausgebaut. Ihr seht, wie episch lange das dauert, bis die hier wieder fit werden. Es ist eigentlich eine Frechheit. So. Da oben werden wir immer noch belagert. Was ist denn das hier für eine Truppe? Nein, sicherlich nicht.
Blisterhafen hat auch so ein kleines Trüppchen. Hast du eigentlich Blitzschlag? Du hast Blitzschlag. Die Frage ist halt, ob wir gegen die hier so safe rauskommen werden. Aber warten kann noch schlimmer sein. Warten kann es noch schlimmer machen. Ich kann erstmal sie wegholzen und dann die Armee da drin. So, wir machen also alles den Blitzschlag. Wir kämpfen da selbst, ihr wisst warum. Einfach aus Gründen. Belharatoi heißt sie, okay. Ist übrigens auch ein neues Bild, ne? Früher haben die nicht so ausgesehen. Das ist erst seit dem Patch so. Haben sie neue Gemälde reingepackt. Hauptsächlich sind, glaube ich, die Frisuren anders dadurch. Okay, sie ist hier. Stell die dahin. Euch so dahinter. Entschuldigung. Und die Artillerie. Da so hin. Du stellst dich da noch mit hin. Und du noch da. Dann möge es beginnen. Entschuldigung. Mein dämliches Asthma schlägt schon wieder zu. Habe ich heute wieder größere Probleme, als mir eigentlich lieb ist. So, ihr greift jetzt hier ebenfalls an. Ihr tankt das hier wunderbar. Ausgezeichnet. Und du bleibst an denen dran. Wäre mir gerade schon sehr recht, wenn ihr da so viel wie möglich treffen würdet. Deswegen höre ich den Goblin immer schreien, weil das die Grollschleuder, dass sie die Goblins schreien lässt. Erschießen lässt. Naja, das ist der Gobbo-Werfer, deswegen. Deswegen hören wir dann Gobbo schreien. So, tot. Erledigt. Ohne einen Verlust. Und jetzt holen wir uns die zweite Truppe da. Und auch das müssen wir selber spielen, um die Verluste so gering wie möglich zu halten. Wie viele Fernkämpfer haben die? Ich glaube, die haben nicht viele. Das heißt, ich kann die Nahkämpfer an die Front stellen und die Fernkämpfer die zweite Reihe. Das wäre mir das Liebste. Sehen wir gleich, ob das hinhaut. So, Problem gelöst. Und es gab nochmal einen weiteren Level-Up hier. Er hat jetzt auch Level 40 und damit hat er den maximalen Abwehranführer. So, Alistair Hafen muss es sein. Ich aktiviere den Blitzschlag für den zusätzlichen Moral-Debuff. Und nun entfernen wir Alistair Hafen. Die haben hier natürlich nochmal ein paar Truppen. Die hier sind die mit dem Fernkampfproblem. Aber die haben ansonsten nur Speerträger. Oder fast nur Speerträger. Ein Trupp Drachenprinzen, der könnte ätzend sein. Kommt jetzt aber auch natürlich drauf an, was es für ein Gelände ist. Jawohl, das ist das Gelände. Das finde ich gut. Komplett flach hier. Jetzt muss ich gucken, ob ich hier irgendwo eine Posi habe, wo die Arte ein bisschen höher stehen kann. Ja, direkt hier an diesem Wald kann sie ein bisschen höher stehen. Und ihr glaubt gar nicht, was das schon für einen riesen Unterschied machen kann. Es macht einen. So viel jetzt schon mal vorneweg. Ihr dahinter. Du da. Du da. Und du ebenfalls auch auf der Seite. Ist da ein und du ist da ein. Ja, und los geht's, ne? Yes! Yes! I as the command!
Lass mal die Art hier arbeiten. Und die Gyrokopter hier schon mal ein bisschen bomben. Jetzt gehen wir hier mal drüber. Autsch. So, jetzt hier rüber. Und wieder drüber. Und jetzt stellen wir uns da drüber. Da sind schon die Drachenprinzen. Da weiß ich schon, wen ich da drauf ansetze. Die müssen halt am schnellsten weggemacht werden. So, die rennen schon mal weg, das ist gut. Bis dahin. Warum hast du eigentlich noch fliehen an, ey? Keiner von euch soll fliehen. Die sind gebrochen, gut. Ihr dreht euch jetzt wieder da ein. Du aktivierst jetzt mal den Skill hier. Du machst das hier noch an. Was? Hallo? Immer wieder episch, wenn das Spiel nicht das tut, was ich will. Oh Gott, oh Gott. Die brauche ich jetzt da drüben. Also viele von denen haben jetzt eigentlich schon keinen Bock mehr, das sieht man. Ich schicke jetzt mal die Ironbreakers darüber. Du kommst zurück und haust auf den da drauf. Du ballerst auf die da. Allem was geht. Greifst es hier von hinten an. Du, wie gesagt, den da noch. Du ballerst jetzt auf die da. Ja, natürlich. Da kommt noch mal so ein Trupp Silberhelme und meint, sie müssten jetzt hier die Coolen raushängen lassen. Schießt da drauf. Ihr noch auf die Silberhelme hier drauf. Du schießt jetzt auf den da noch mit drauf. Draufhalten. Draufhalten. Du hilfst da noch mit. Wir haben keine Munition mehr, okay. Wie ich halt in dieser halbtoten Armee des Königs die ganze Zeit hier noch so viel Stress schieben kann, ne? Wundert mich ehrlich gesagt selbst. So, das war's. Beenden. 79 Verluste. Kann man mal machen, oder? Sah schlimmer aus, als es war. Boah, 416 hat das Ding gemacht, ey. Das ist so der Knaller. Wenn man das Ding einfach mal arbeiten lässt. So, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder Kotick ein bisschen in die Schranken gewiesen. Unser König auf jeden Fall macht seinen Job fantastisch. Den weißen Zwerg habe ich und billiger Eisenhammer kann ich hoffentlich auch noch richtig gut ausbauen. So, Alistair Hafen gehört uns. Gehört allerdings eher zum weißen Turm. Trotzdem wird Alistair Hafen natürlich jetzt hier ausgebaut.
Ich find's immer toll, wenn das Bier gleich mit drin ist, aber ich möchte jetzt hier eher Verteidigung drin haben. Das hier brauchen wir auch sehr bald. Jetzt hoffe ich, dass ich vielleicht da sogar noch eingreifen kann, bevor es da zum Äußersten kommt. Hast du eigentlich schon einen Runenschmied da drüben? Du bist, glaube ich, ein Runenmeister, ja. Aber er hat auch schon einen Runenschmied, okay. Gut, das heißt, ich lasse ihn jetzt einfach nochmal aus. Halt, Moment, das Spiel will mich jetzt hier schon wieder verarschen, ey. So, jetzt bauen wir hier noch eine Mauer rein. Dann bauen wir das dann noch aus. Dann in Arquilon. Nee, da will ich nichts machen. Todespass. Todespass kann das hier ausbauen. Das wollten wir ja haben. Dann Torgovan. Nein, will ich auch nicht. Zufbar. Genau, Zufbar bekommt eine bessere Mauer. Und bekommt jetzt hier noch mehr Zwergenbier. Außerdem hier auch nochmal eine weitere Mauer. Dann in Kaledor. Kaledor könnte eine bessere Mauer vertragen. Verzichte ich lieber mal hier auf dieses Einkommen, baue dafür lieber um das da rein. Dann das Wolfsland. Wolfsland, ja, ist die Frage, ob ich das jetzt hier noch ausbauen kann oder nicht. Wir werden es gleich erleben. Danach, falls sie es schaffen sollten, baue ich vielleicht noch irgendwas rein. Darf ich hier bitte mal ein bisschen scrollen? Ich habe viel zu viele Länder. Himmelspfeiler. Karagizor. Wollten wir ja eine Verteidigungsanlage, weil alles andere haben wir ja schon. Dann genau dasselbe auch hier natürlich. So, dann scrollen, scrollen, scrollen. Genau, südliches graues Gebirge. Kann ich noch mehr Verteidigung brauchen hier. Das bauen wir noch rein. Brauchen wir gerade eben nicht so wirklich dringend. Da bauen wir auch noch eine Verteidigung rein bei der Bittersteinmine. Östliche Düsterlande natürlich ebenfalls noch zweimal Verteidigung. So, jetzt haben wir die wichtigen Dinge gemacht. Jetzt gucken wir uns natürlich noch die Kommandanten an. Ihr regeneriert hier immer noch und wartet auf Verstärkung. Dann seid ihr tatsächlich zum ersten Mal in eurem Leben eigentlich fertig. Das Ding hier ist ebenfalls auf Stufe 2 jetzt. Ich hätte es aber gerne auf Stufe 3. Wie krass ist eigentlich der Eindruck hier der Militärpräsenz 5 und die Charaktere 10? Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Da kann ich nicht viel tun. Okay, er bleibt immer noch ein bisschen hier. Du machst jetzt hier die Einöde von Nagashir zu unserem. Das Krasse ist, die regenerieren überraschend schnell. Aber es liegt auch daran, dass es passendes Klima ist. Das ist wieder schon geil, ey, das ausgerechnet, das ist passendes Klima, also die Zwerge, das ist schon witzig. Die teilen sich das passende Klima mit mehr oder weniger den Untoten. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich hier gehen will. Aber die Armee ist im Grunde weitgehend fertig. Ich kann jetzt im Grunde eigentlich da hingehen. Die öffentliche Ordnung bleibt momentan noch stabil. Das Gemeine ist, sie wird niemals geil werden. Das ist das Miese daran. Aber wir haben halt auch immer noch die Konföderationsstrafe. Die spielt auch noch eine Rolle. Minus... Nee, wir sind auch noch mürrisch, ne? Das ist das Problem. Noch einen Turn haben wir die Konföderationsstrafe. Dann ist sie weg. Mhm. Mhm. Er versucht ja immer noch Truppen zu rekrutieren. Er ist auch noch am Rekrutieren. Ah, und hier fand ja der Käse statt. Wo ich die hoffentlich berechtigte Frage stelle, wollt ihr mich eigentlich trollen? Okay, Leute, das ist auf jeden Fall eine Schlacht, die müssen wir beim nächsten Mal schlagen. Ich guck gerade eben nur noch mal... ob noch irgendetwas anderes Wichtiges gerade eben zu machen ist. Beligar ist auf jeden Fall noch hier hart beschäftigt. Ja, hier geht immer noch nichts. Er ist hier hart beschäftigt. Und wie lange braucht eigentlich noch dieses Olivar-Zeichen? Noch 3 Turns. Können wir noch ganz, ganz kurz Diplo machen. Ragirn bekommen wir vielleicht nächste Folge. Mit ein bisschen Glück. Dionys will nicht mit uns handeln. Mit Paravor geht's aus irgendeinem Grund plötzlich schon wieder nicht mehr.
Reikland. What? Friends of the Empire. Militärisches Bündnis? Ach komm, das muss machbar sein. Ich will jetzt endlich das militärische Bündnis mit Reikland. Ich biete dir 5000 Ocken. Er will Krieg gegen die Weltenwanderer. Dann macht er sogar das militärische Bündnis mit mir. Und zahlt am Ende sogar dafür. Ja, wenn du das so sagst. Mein Guter, mein Bester. Erneuern wir doch das Bündnis Menschen und Zwerge. Na also. Nun ist das Imperium mit uns hier schwer verbündet. Der hat echt starke Rang 4 hat. Ich weiß nicht, wie er das tut. Der Goldorden kann ich gerade eben nichts tun. Letzte Verteidiger. Ich will immer noch kein Hansabkommen. Der ist aber vom starken Rang direkt hinter uns. Was ist mit dir? Du magst uns doch inzwischen. Ey, ich kann das glaube ich sogar verhindern, dass der Kampf jetzt überhaupt stattfinden muss. Ich kann daraus jetzt sogar noch direkt einen Nicht-Angriffspakt und noch einen Handel draus machen und noch einen militärischen Zug. Sie belagern uns gerade eben und ich gehe zu ihnen hin und sage, ey Jungs, also eigentlich könnten wir auch ein auf Mega-Buddies machen, ne? Also wir sind jetzt die besten Freunde für alle. Lass uns einfach ein Bier zusammen trinken. Da klären wir all unsere Probleme und du zahlst. Und wie er zahlt, ey, ich krieg mich nicht mehr ein, ey, das ist der Hammer. Komm, ich gebe ihm sogar noch einen Rabatt. Mal gucken, ob er sich darauf einlässt. Tada! Okay, ich muss nicht mal mehr angreifen. Ist das super. Hab ich direkt, also, die Hochelfen werden sich gerade sagen, what? Der Moment, wo Tyrion die Gesichtszüge entgleisen. Ich weiß es selbst nicht, was hier gerade passiert. Ja, Moment, dann lass uns doch mal ganz, ganz kurz mal nach Ulduan gucken. Gerade eben belagerten wir uns noch gegenseitig und im nächsten Moment waren wir beste Freunde für immer. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass ihr da gewesen seid, liebe Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ne? Wir machen beim nächsten Mal weiter. Jetzt haben wir ein paar Probleme weniger. Haut rein, schöne Zeit, macht's gut, tschüss und ade.